What's poppin', Boys and Girls? Ich habe ja vor einiger Zeit mal mit Kevin dieses vom One Night Stand zur großen Liebe Video gemacht und seitdem habt ihr mir immer wieder geschrieben, könnt ihr sowas nochmal machen? Und today is the day. Ich war letzte Woche in Wiesbaden bei Bedtime Stories. Das ist ein Kanal, vielleicht kennt ihr den. Der wird von Inka, einfach Inka, Inka Schminka, so hieß sie früher, moderiert. Und da redet man so über intime, schlüpfrige Themen. Und die haben mich gefragt, ob ich vorbeikommen möchte, um über langjährige Beziehungen bzw. so intime Sachen aus meiner langjährigen Beziehung zu reden. Ich kann euch das mal hier oben und unten in der Infobox verlinken. Genau, und da hat Kevin dann gesagt, ey, ich bin doch jetzt mit meiner Bachelorarbeit fertig, lass doch mal wieder was zusammen machen. Und zwar habe ich euch auf Instagram gefragt, ob ihr uns Fragen schickt, die wir separat voneinander beantworten. Genau, und deswegen würde ich sagen, ich laber nicht groß drum rum, ihr habt mir eure Fragen gestellt, wir geben euch jetzt unsere Antworten. Let's go! Ja, ich bin hier, um Fragen zu beantworten. Ich kann nicht für Sie sprechen, weil die Frage ist ja, wollt ihr heiraten, aber ich ja. Ja, ich glaube schon. Wenn ich gefragt werde, ich frag nicht. Dass sie so oft recht hat. Auch wenn sie nicht wirklich recht hat, hat sie recht. Die Unordnung. Aber nicht die Unordnung an sich, die schon sehr nervig ist, sondern die Art, wie er sitzt in dieser Unordnung, mit dieser Zufriedenheit. Das nervt mich. Das nervt mich sehr doll. Ihren Hintern. Menschlich oder charakterlich gesehen, dass sie einfach so eine ehrliche Haut ist. Und dann meine ich jetzt nicht, dass sie immer die Wahrheit sagt und bla. Das ist halt einfach nicht falsch, das meine ich damit. Ja, das finde ich sehr, das liebe ich. Seine Unschuld, also er ist nicht böse, ja? Er hat keine bösen Attribute, so wie Neid oder Missgunst. Es ist immer ehrlich, es ist nie von Negativität begleitet. Und das ist richtig, richtig cool, weil es extrem wenig Menschen, die komplett gar nicht von Negativität begleitet sind. Das ist so, als wäre er ein Mönch, ja? Aber er hatte keine Ausbildung, er ist einfach als Mönch geboren. Kinder weiß ich nicht, aber ein Kind mindestens, ja, weil ich habe eine Gebärmutter und ich finde, das sollte man dann auch mal nutzen. Also man soll ja alles auch mal ausprobiert haben, sage ich immer. Also ich habe ja immer gesagt, dass ich zwei Kinder haben möchte, weil ich finde immer, es tut mir leid, Jacques ist selber auch ein Einzelkind, aber ich finde immer, man braucht Geschwister. Ich bin selber mit drei Geschwistern aufgewachsen und so sehr wir uns auch manchmal gefetzt und gestritten und gegenseitig auf den Sack gegangen sind, finde ich, Geschwister sind das Beste der Welt. Ich mach solche Fragen ja nicht, ne? In drei Worten. Ja, was sagst du jetzt? Jetzt kann ich natürlich ewig lange darüber nachdenken und mir was sehr, sehr Poetisches aus den Fingern zaubern. Gechillt, positiv und merkwürdig. Wunderschön, der herzensliebste Mensch, humorvoll. Also wenn ich mit jemandem auf dieser Welt eins zu eins den gleichen Humor habe, dann ist das Jacko. Ich wette, er erzählt jetzt den Muffin-Witz, der noch nie witzig war. Sitzen zwei Muffins im Backofen. Sagt der eine, boah, voll warm hier. Sagt der andere, boah, ein sprechender Muffin. Masturbieren. Masturbieren. Aber um ehrlich zu sein, mache ich nichts, was geheim wäre. Außer ich packe mal ein Geschenk ein oder... Es gibt nichts, was ich sonst heimlich mache. Nee. Das wird jetzt jeder sagen, ne? Für mich persönlich, aber das ist wahrscheinlich auch, weil ich so ein kleines Problem damit habe, als wir in Thailand waren und beide mit dem thailändischen Essen nicht so gut klargekommen sind und uns ein winzig kleines Hotelzimmer geteilt haben. Definitiv Thailand, beide Magen-Darm-Grippe, Spülung kaputt. Reparatur erst zwei Tage später. Das war wow. Wir sagen immer, seitdem kennen wir uns. Es ist eine Kombination. Und zwar Bett, Wärmflasche, Schokolade, Liebe und Buscopan.
Freiraum. Man muss mir dann so meinen Space lassen, meinen Hass zu zelebrieren. Diese Launen verfliegen schneller, wenn niemand da ist, wo so ein Ping-Pong-Spiel entstehen kann. Und ich spiele sehr gern Ping-Pong, wenn ich PMS habe. Icke. Und ich wette, Jack hat genau das Gegenteil gesagt. Aber um ehrlich zu sein, kann man das jetzt auch nicht so auf den Punkt bringen, finde ich, bei uns. Also es ist jetzt nicht so, dass ich immer sage, wo der Hase langläuft oder dass Jacko immer sagt, so wird gemacht. Definitiv ich. Und wenn er was anderes sagt, dann lügt er. Also es gibt keine wirkliche Situation in meinem alltäglichen Leben, wo ich sagen würde, boah, in dieser Situation würde ich nie im Leben an Jacko denken. Beim Sex? Gibt nicht. Doch, beim Kacken. Und um ehrlich zu sein, sehe ich uns an allen Punkten irgendwann früher oder später im Leben. Also ich kann mir alles vorstellen. Besonders Bali und Strand kann ich mir vorstellen. Ich könnte mir auch eine Mischung aus Großstadt und Strand vorstellen. Ich hätte vor einem Jahr 100 pro Bali und Strand gesagt, aber letztens hatte ich auch so einen Anflug von, ich habe voll Bock auf eine Wohnung in Berlin oder so. Also ich weiß noch nicht genau. Mal gucken, wo uns das so hinführt irgendwie. Okay, dazu möchte ich was sagen. Der kommunikative Part in dieser Beziehung ist eindeutig und ohne jede Zweifel Jacko. Also ich bin definitiv der kommunikative Part. Ich rede, wenn es hochkommt, in einer Woche, was sie an einem Tag sagt. Wer aber dafür sorgt, dass ein Streit geklärt wird, bin ich. Und ich muss auch sagen, auch wenn er wahrscheinlich was anderes sagen wird, bin ich diejenige, die die Streitereien klärt. Auch wenn sie jetzt was anderes hier gesagt hat, ich bin das. Ja, ich bin die, die das aufklärt, weil ich das besser in Worten ausdrücken kann. Aber eigentlich ist er derjenige, der dafür sorgt, dass wir uns überhaupt vertragen. Also sein Wesen bringt mich dazu, dass wir uns vertragen. Er ist ein Fair Player. Ja, sowas kannte ich vorher nicht. Leute, die nicht gewinnen wollen, sondern nur aufgrund der Fakten streiten. Ja, und deswegen... Ja, muss ich sagen, ich bin die Sachen klärt, aber er ist eigentlich schon so der Peacemaker in unserer Beziehung. Ja. Ich bin's nicht. Definitiv ich. Brauche ich nicht groß erklären. Natürlich lasse ich auch Teller und Tassen und überall liegen, aber ich sammle auch viel. Und wenn es sie nicht gehen würde, müsste man mich wahrscheinlich irgendwann nach 2 Jahren aus meinem Zimmer befreien. Am 21. November, jetzt muss ich kurz rechnen, 2010 oder 2011. Das wären dieses Jahr 7 Jahre, also 2010. Am 21. November 2000, wir haben 2017, ne? Nein. 2011? Das ist aber schon lange her. 21. November 2011? 11? Ausrufezeichen? 12? Ich dachte, es sei 12 gewesen. 2011? Oder sind wir doch gar nicht so lange zusammen, wie ich dachte? Ich würde sagen, wir bringen uns nicht weiter im Leben, sondern wir bringen uns gegenseitig durchs Leben. Ja, also was heißt weiterbringen klingt immer so nach Achieving, sag ich jetzt mal. Sondern wir... unterstützen. Also wenn jemand was machen will, dann unterstützt der andere den einfach oder gibt ihm halt die ehrliche Meinung. Aber wir stoppen uns halt nicht. Ich würde sagen, also mich persönlich bringt Jacko in allen Lebenssituationen, Lebenslagen oder wie auch immer man das nennen will weiter. Ich habe ja auch immer nur meine starre Sicht auf Dinge. Kann ich überall von ihr lernen. Es bringt mich vielleicht nicht immer in jeder Art und Weise weiter, aber oft schon. Boah, geil. Ich glaube, so ein richtig fettes Arschgeweih. Das fände ich richtig cool, wenn mein Freund ein Arschgeweih hätte. Oder so ein... Nee, was gibt's denn? Was ist so richtig... So einen richtig großen Delfin auf den Bauch. Nein, oder so ein Tribal an die Wade. Das geht so hoch. Wie bei Schwester Eva. Such mir die ganze Seite. Ein Arschgeweih. Ein schönes Tribal-Arschgeweih, wo in Tribal-Schrift der Name Kevin drin steht. Das finde ich schön.
Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Schreibt mir mal, ob ihr Bock auf einen zweiten Teil habt. Ich habe nämlich noch Fragen über, die für einen zweiten Teil reichen würden. Lasst es mich wissen. Vielleicht fandet ihr das ja auch voll scheiße und dann meint es nicht. Ich verlinke euch an dieser Stelle noch Bedtime Stories, das Interview, falls ihr Bock habt, euch das anzuschauen. Und ansonsten wünsche ich euch einen kleinen Tag. Ihr seid süß, ihr seid klein, mein Kameraakku ist leer. Deswegen sag ich jetzt Tschüss. Ciao.